So, das Ding ist, wir werden aber dann erstmal diese hier machen. Wir werden erstmal die Aufgabe beenden. Gegen den Anführer. Nochmal mit Edmund von Lübeck. Er hat jetzt ein paar Truppen dazugeholt. Ein paar Söldner. Bei ihm hat sich nicht viel geändert. Aber die haben noch eine Rechnung offen. Und ich würde sagen, die wollen wir jetzt mal begleichen. Zack. Vielleicht bringt das auch Edmund den zweiten Kommandostern ein. Müsste eigentlich. Ne? Wenn man den Anführer der Mongolen auslöscht, dürfte das hoffentlich Kommandopunkte hageln. So. Edmund, guck mal, du stehst gerade in unserer Gunst stehst du gerade, ja? Wir wollen dich fördern. Wir wollen, dass du hier dein Abzeichen bekommst. So. Was sind nicht viele Truppen, die wir hier besitzen? Schwere Kavallerie werden wir erstmal noch komplett links stellen. Zusammen natürlich, weil wir können uns das jetzt nicht leisten, uns aufzuteilen. Nee, das wollte ich tatsächlich so jetzt nicht. So. Und ihr geht erstmal hier hin. Zack, let's go. So, wir schauen mal kurz, was die machen. Wobei, mit den Briten können wir schon mal los. Gucken wir kurz vor. Also gerade eben haben die schon sehr aggressiv gespielt, also letzte Folge. Okay. Stellen sie, glaube ich, hier oben auf. Aber gehen die jetzt an die Grenze? Ne, die stellen sich an der Grenze auf. Ja, never mind. Kennen wir ja mittlerweile. Let's go. Dann zeigt mal, was ihr könnt. Du gehst auf den. Nur auf den Leibwächter. Wenn es gut läuft, kriegen wir den ja vielleicht schon. Ja, moin. Geht doch direkt, ja, genau. Geht doch mal direkt vor die Haustür. Die lassen sich jetzt aber gerade abschießen. Das soll mir recht sein. Die Pfeile sind anscheinend gut geflogen. Hold up. Was soll denn das jetzt hier gerade? Zack, rauf da. Wenn jetzt mal hier schon mal näher rangehen. Gehen. Das ist, glaube ich, echt die bessere Defensive. Offensive. Devise, wie auch immer. Okay, die fliegen direkt. Das ist ja phänomenal. Zurück, zurück. Sonst fliegt er auch noch. Kümmert euch erstmal dann um die da. Ja, die Bogenschützen sind halt krass. Muss ich gerade sagen. Wird dann wieder aufgereicht. Direkt. So, hold up. Was haben wir da? Infanterie. Ist erstmal egal. Sind gerade die Bogenschützen hier versteckt, weil sie hinter dem einen Busch schocken da? Hoffe nicht. Hold up. Was passiert hier? Ich bitte dich. Als ob. Erzähl mir nicht, dass die direkt fliehen, wenn da so eine kleine Truppe angelaufen kommt. Das kannst du ja keinem erzählen. Versuchen wir mit der Kavallerie was mitzumachen, mit der Nahkampfkavallerie. Das hier fällt mir hier alles nicht. Nein. Oh, die treffen aber auch, das glaubst du ja nicht. Okay, hold up. Auf da. Wir können jetzt ja nicht die ganze Zeit warten. Werf mal eins. Drauf. Zack. Wir versuchen was. Ob's hinhaut, wir werden sehen. So, rauf. Immer noch. Perfekt. Wenn sie fliehen, immer gut. Sehr gut. Rauf. Pusht bitte rauf. Damit die schon mal erstmal nicht mehr schießen können. So, mit drauf pushen. Meinetwegen erstmal so mit rauf. Ihr geht seitlich. Oder sogar was reißen. Sonst geht erstmal auf die Gazis. Ihr braucht 100 Jahre, Leute. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Jetzt einfach rauf zu pushen, wäre dumm. Das könnten wir vielleicht machen. Schauen wir mal, was wird, ne? So. Ja, komm, rauf da. Okay. Rauf. Ihr seid ja schnell geflohen, Mensch. So, jetzt hier schön reinpushen. Sehr schön.
Ja, wenn du weniger Truppen hast und auch noch gegen weniger Truppen kämpfst, hast du theoretisch auf jeden Fall mehr Übersicht. Immer ein bisschen vorteilmäßig. Aber was soll denn das jetzt hier? Das hat mir gerade leider echt... Was hast du denn da jetzt gemacht? Geh mal weg, dankeschön. So. Das ist mir gerade ein bisschen zu doof. Geht meinetwegen drauf auf die da, aber ich brauche jetzt hier ein bisschen mehr Nahkampf. Die fliehen die wirklich direkt, ne? Ist das enttäuschend? So. Da muss aber, guck mal, aber ihr seht es ja selber, wie, was für ein krasses Sitzfleisch die haben. Die hauen nicht ab. Jede andere Fraktion, sei es England, sei es Mailand, egal welche, alle Fraktionen werden schon längst abgehauen. Das ist halt immer das Krasse aber an diesen, an den Timuriden und den Mongolen. Die haben so eine krasse Moral. Oh Gott, Edmund, was suchst du denn da oben? Ich hab dich doch da nicht hingeschickt. Mein Gott, unser General flieht. Flieht? Das sieht mir nicht nach Fliehen aus. Das sieht mir ja totally toad aus. Weiß nicht, ob sich da noch so viel unternehmen, das bin ich ganz ehrlich. Edmund hat's versucht und ganz ehrlich, es hätte sein können, dass wir es schaffen, aber... Boah, Alter, ist schon wieder knappe Niederlage, das nagt jetzt an mir. Das Ding ist, wir können natürlich eine volle Armee da jetzt hinschicken, dann ist er natürlich weg. Aber das ist irgendwie leise nicht. Edmund hat überlebt, die haben sie gefangen genommen. Okay, Edmund, du wirst jetzt nächste Runde einmal hier rübergehen und wirst eventuell ein paar Söldner holen. Und dann versuchst du es bitte nochmal. Das kann nicht wahr sein, Alter, das kann wirklich nicht wahr sein. So. Ich würde sagen, let's try it. Lassen wir der KI die Steuerung. Meinetwegen. Boah, das. Es ist. Oh, so eine gute Wahl. Vor allen Dingen die, auch die Bogenschützen von den Mongolen sind so stark. Nicht nur, weil die jetzt gerade gute Erfahrungspunkte haben, auch so sind sie halt echt nicht schlecht. Und die sind nicht nur schlecht als Bogenschützen, sondern auch als Nahkampf können die ein bisschen was, ne? Darfst du echt nicht unterschätzen. Folgendes. Ich hoffe, dass natürlich die Verstärkung direkt dabei ist. Ansonsten ist doof. Ich versuche ein bisschen mehr zusammen zu bleiben. Versuche mich diesmal nicht nur auf die brennenden Bogenschützen zu konzentrieren. Nicht, dass wir wieder so dann drei Angriffsherde haben. Um das ein bisschen mehr zusammenzuhalten, die Truppen. Irgendwas wird. Dass da generell irgendwas wird. Deswegen werden wir das nämlich so machen. Die werden wir auch trotz dessen hier hinschicken. Aber wir werden noch nicht angreifen lassen. So, ihr kommt nämlich auch nochmal mit. Tatsache. Oh, Junge. Die 4 wird zu 5, die 3 wird zu 4, die 1 wird zu 3 und ihr werdet zu 1 angeschickt. Verstärkung ist natürlich nicht da. Man kennt's. Ich dachte gerade, das sind nur die Truppen. Ich weiß gar nicht, was ich dachte. Aber... Oh, Junge. Oh, nee. Oh, bitte, Verstärkung ist verzögert. Deswegen haben wir sie doch eigentlich geholt, damit sie uns jetzt hilft. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Die haben voll gute Truppen, Alter. Nee. Allein mit den 4 auf die 3 wird schon wahrscheinlich nichts machen. Ich muss da reagieren. Ansonsten ist das sowieso schon los. Okay, folgendes. Helft darüber, geht rüber und helft damit. Ich schicke euch auch direkt hier rein. So. Guckt euch das an. Oh, nee. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Wo sind die anderen beiden? Durch mit euch, durch. I don't like it. Ich mag das gar nicht. Zurück. Information. Oh nein, lasst euch bitte nicht ablenken. Kommt gerne erstmal auf die Infanterie rauf. Gar kein Problem. Zurück. Wie schaut's hier aus? Kann niemand sagen, oder was? Ich möchte ungern noch mit denen hier mit in Probleme geraten. Das ist alles nicht geil, Leute. Das ist nicht geil. Oh, auf einer Skala von 1 bis 10 ist das aber absolut eine 1. Oh, nee. Oh, ich hasse die.
Wo ist denn die? Ich habe doch extra Verstärkung geholt, Mann. Extra, weil das wahrscheinlich heavy wird. Und ich, jetzt ist die nicht da. Wir können uns jetzt hier nicht aufteilen wie sonst was. Wir müssen abkapseln. Ich muss sandwichen. Das, ohne sandwichen wird das doch hier nix. Scheiße. Wo ist der General? Ich habe keine Ahnung, wo der General ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht gut aussieht gerade. Verstärkung ist da. Okay, sehr gut, sehr gut. Dann kommt bitte direkt. Wartet nicht erst. Ich brauche euch hier. Aber ASAP. Wie schaut's hier aus? Es ist halt Katz-und-Maus-Spiel. Zurück, zurück. Es ist nur Katz-und-Maus-Spiel. Was anderes ist es nicht. Komm, zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Zeigt mir euren Skill, bitte. Würde ich noch nicht so sagen. Aber danke für deine Konfidenz. Ja gut, sie geht vielleicht zum Gunsten des Reiches, weil wir gerade die dicke Verstärkung haben. Ich gehe davon aus. Mongolischen Reiter sind aber auch... Hä, wir sind so eine harte Nuss, ey. Guck mal, wie wenig Truppen wir nur noch haben. Weißt du, scheiß auf die. Wenn die erstmal weglaufen wollen, können sie es gerne machen. Runter mit euch. Wenn sie es wollen, gerne. Nice, nice, das war wichtig. Oh, okay, schon mal ein Kreuz im Kalender machen. Das war so oder so schon mal wichtig, wichtig. Geht hier auf diese Bogenschützen. Die sind gerade, würde ich behaupten, gut wegzumachen. Wie schaut's hier aus? Helft mit. Bogenschützen, die überrennen wir mal bitte kurz. Das wäre ganz super. Helft mit. Hier folgendes. Sammeln. Jetzt bloß keine Scheiße machen. Ihr geht kurz gerne auf die einmal rauf. Gar kein Problem. So, raus aus eurer Formation. Oh, ich weiß gar nicht, was die da gerade macht, die Gegner. Die bauen sich für die größere Armee auf. Kein Problem. Wir können es auch einmal kurz vielleicht aufbauen. Vielleicht haben wir dafür auch kurz die Zeit. Wenn die jetzt kommen, ist das too much. Zurück, zurück. Bitte, bitte. Das ist ein Befehl. Bitte mal befolgen. Ja, die schämen da jetzt oben gerade. Ach, guck mal, mit denen noch im Gepäck hätten wir es sowieso nicht geschafft. Ich kann nicht halt jetzt noch welche retten. Ja, kämpft halt, wenn du sein. Wenn du da sterben musst, dann stirbt er halt. Okay. Folgendes. Ich weiß gerade gar nicht, was wir jetzt hier gerade machen, ehrlich gesagt, mit kleinerer Dutch. Die fliehen alle, das soll mir recht sein. Sind das Fernkämpfer? Nein, dann ist erstmal egal. Hat der da noch überlebt? Ey, jetzt ist er down, oder? Ja. Oh, Junge. Alter, wie wir aber auch aufs Maul bekommen hier, ey. Das ist echt nicht feierlich. Aber guck mal, die lassen uns komplett in Ruhe. Die kümmern sich halt jetzt gerade um die Verstärkungsarmee, die Gott sei Dank halt jetzt da ist. Danke dir. Zeigen wir mal bitte, dass wir gerade wirklich ein mächtiges Reich sind. Ich hatte gerade nicht das Gefühl. Okay, folgendes. Lass die sich erstmal aufstellen, während wir sandwichen. Komplett mit unserer Armee. Sind wir auch noch nicht oft zugekommen. Einheit flüchtet. Ja, dann lass mal jetzt schon aufstellen. Zack, 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 zack. Wir rennen aber auch. Helft mit. Rauf. Machen wir weg. Hinten einmal durchlaufen. Ihr kommt hier mit rein. Haben wir eine etwas größere Kavalleriesarmee. Schön reinquetschen da. Zack. Ja, so ein krasser Anschluss, so krasser Anschluss jetzt aber nicht aus. Ja, mach mal ganz entspannt, ne? Komm rauf da, das ist doch hier nicht wahr, jetzt, dass sie das nicht schaffen. Komm schon, euer Anführer ist weg. Was die noch für eine Restmoral haben, ist so krass, Alter.
Gut, es sind nur noch Fernkämpfer. Dann machen wir das wohl nochmal schnell. Und hier nur ein paar Reiter. Komm, macht sie weg hier. Aber ihr seht, ne, wir haben die ganze Zeit geguckt, dass wir halt in unseren Festungen hocken, wenn die Mongolen angreifen. Und das war natürlich perfekt. So haben wir auch eigentlich immer sehr, sehr hochprozentig gewonnen, sage ich mal. Also sehr klar. Aber kaum hast du diesen Bonus nicht mehr und bist auf offenem Schlachtfeld gegen die Mongolen, dann ist es direkt ein ganz anderes Spiel. Was haben wir hier alles? Wie, der flieht, ne? Sehr schön. Dann ist es ja nur noch die Truppe hier und die da oben. Let's go. Sehr schön, dann ist es nur noch die da. 500 oder 600 Mann verloren, das ist sogar weniger als ich dachte. Ich dachte, wir sind bei so 800, 900. Sehr schön. Haben wir geschafft, aber nur mit der Verstärkung. Hätten wir vielleicht auch ohne Verstärkung geschafft, aber sowas natürlich definitiv eindeutiger. So, du wirst jetzt mal bitte eine neue Armee da unten holen. Wie alt seid ihr? Seid beide sehr jung und loyal genug. Ihr kriegt dann beide hier die Armee, aber in Smyrna sind wir eh schon neu am Herstellen. So, was mit dir, mein Lieber? 35, das ist schon nicht mehr so jung. Du wirst wieder zurück nach Konstantinopel gehen. So. Du kümmerst dich nächste Runde nochmal. Vielleicht um den Anführer. Vielleicht schaffst du es ja diesmal. So. Hier wird weiter hergestellt. Der ist nur allein mit ein paar Truppen am Start. Das ist entspannt. Haben die kaum noch was? Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Ich glaube, die Main-Armee der Mongolen ist weg, ja. Gut, wir wissen auch natürlich, dass ein paar große Armeen an uns zerschellt sind. An den Festungen, aber... Ja, da waren ein paar mehr große Armeen. Vielleicht sind die auch noch versteckt, das weiß ich nicht. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Ja, sind okay Einheiten. Also, ne, Druschina wie auch die Boja-Söhne sind nicht schlecht. Beziehungsweise die Speerträger sind auch okay. Haben sehr viele Speerträger. Ne, ist echt ganz gut für ihre Druschina und so. Aber die haben wir auch. Wir haben aber nicht, gegen Speerträger haben wir halt Speerträger. Aber wir da warten wir noch ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Du gehst. Aber weißt, bevor du nach Moskau gehst, machst du das mit denen da bitte weg. Wenn du schon auf dem Weg bist, kann man das ja mal kurz mitmachen. Ansonsten sieht es hier gerade Rebellen- und Ketzermäßig recht entspannt aus. Bis auf den Kaul liegen da unten wieder. Kümmerst dich da schon drum. Kümmerst dich nächste Runde drum. Die können gerade alle nichts machen. Das klingt nach nächster Runde. So, Nikosia, ich hoffe, du beruhigst dich jetzt gleich mal. Wir sind da eigentlich dauerhaft am Herstellen. Ah, was wollt ihr denn? Hm? Waffenstillstand für einen unangemessenen Betrag? Ja, gar nichts wollt ihr, okay. Okay, dass der das jetzt versucht, ist aber auch ein bisschen lächerlich, ne? Da ist die... Oh, nein. Fuck, ich wusste doch, dass da noch eine große Armee irgendwann rumlaufen ist und ich schicke da die Armee raus, ey. Ich weiß nicht, was ich dachte. Ja, keine Ahnung, scheiße Dreck. Wir wollten Kiew angreifen nächste Runde, ne? Gegen die Armee würden wir es vielleicht sogar dann schaffen. Stärkung ist jetzt... Ja, ist okay. Ist zu schaffen. Und wenn wir das schaffen, haben wir halt Kiew. Also mit absoluter Sicherheit. Ich würde sagen, wenn wir es nicht schaffen, dann ist es halt so. Aber wäre eine krasse... Wäre geil, wenn wir es schaffen, ne? Wäre dann, ist, denke ich, so oder so eine coole Schlacht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt hier richtig wieder reinschwitzen muss. Also man, wirklich, es ist direkt, also man merkt halt, Mongolen und Timurin, es ist direkt ein ganz anderer Schnack. Timurin, oh, jetzt ist auch noch so nebelig. Timurin ist sowieso nochmal ein ganz, ganz anderer Schnack als die Mongolen, ne, weil ihr wisst ja, die haben Elefanten mit am Start. Und die Elefanten machen, sind sowieso ein ganz kompletter Gamechanger nochmal. Die stellen das ganze Spiel nochmal auf den Kopf. So, wir wissen nicht, wann die Verstärkung da sein wird, ob sie direkt am Start ist, ob alle direkt auch alles an Verstärkung direkt da ist. Wäre blöd, wenn das so wäre. Dann haben wir nämlich keine Ruhe. Wir kümmern uns aber jetzt erstmal primär um die Hauptarmee. Alles andere ist uns erstmal egal. Wenn die Hauptarmee erstmal weg ist, dann ist es erstmal entspannter. Voll auf dem Berg, ne? I hate it. Weißt du was, du kriegst sogar noch eine Armee dazu. Drei. Aber es sind zwei. Ah. Ich fühle das nicht. Ich fühle das noch nicht. Wir haben echt eine richtig blöde Schräge. Zack. Zack, ist noch nicht da, okay. Aber, oh, es sah erstmal nur nach einer Truppe aus, aber es sind, zwei.
Na gut, wir wussten, es sind ein paar mehr, ne? Okay, folgendes. Wir machen erstmal das, gucken, was wird. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und hier, dann wäre den gleichen Scheiß, sogar, dass wir hier dreimal Briten haben. Wir könnten es erstmal machen, dass wir... Boah, ich hasse berittene Bogenschützen. Wir könnten sagen, jo, wir konzentrieren uns mit zwei Armeen erstmal darauf und die anderen drei laufen durch. Die laufen hierhin. Hallo? Die laufen bis hierhin. Damit die von der Seite mit uns helfen können. Wisst ihr, wie ich meine? So, hier läuft jetzt erstmal... Was ist denn das? Nee, bitte nicht. Wollte ich so nicht. Ja. Und die drei läuft jetzt auch erstmal mit. Let's go. Ich weiß, wir sind wieder an drei, wir haben jetzt gleich drei Kriegsherde wieder. Aber ich habe eine Idee und ich hoffe, die wird was. Wenn sie nichts wird, dann Schande über mein Haupt. Weil wir schon da sind, komm. Die scheinen auch gerade noch nicht zu fliehen zu wollen, so richtig. So, die anderen aber laufen durch. Die anderen laufen durch, die laufen durch. Rauf. 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 Das sind Speer... Oh Gott, das sind halt Kavallerieeinheiten. Come on. Und komm schon. Ja, das wussten wir. Ja, geil. Jetzt hänge ich hier komplett drinnen, ne? Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, folgendes. Ich muss ein paar Truppen abzwacken. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Wir machen aus kurz die 5. 11 mit. Der General darf nicht draufgehen. Ziehen wir den kurz raus. Kurz rausziehen. Mal schauen. Das ist jetzt gerade, denke ich, so ein kleiner Trumpf, den wir eventuell haben. Eventuell. Durch. Angriff. Gerne einmal durchlaufen, auch gar kein Problem. Generell aber, was wichtig ist, rennen. Rennen ist erstmal das Wichtigste. So, General ist wo? Ich sehe nicht. Hat immer noch zu tun. Wo sind hier die Truppen denn? Ich sehe gar nichts mehr. Es ist gerade richtig crazy. Wo ist der Kollege? Helf mal deinem König bitte. Wo ist denn dieser Nebel, Alter, dieser Schneesturm, eher gesagt. Helf mir bitte deinem Anführer da. Sehr gut, das ist ein guter Ansturm, denke ich. Sehr wichtig. Ich weiß nicht, wo der Anführer ist. Den habe ich jetzt schon... Den habe ich vielleicht auch schon ein paar Mal gesehen gehabt, aber... Wie gesagt, das ist jetzt ein Stückchen auch schon her. Geht hier mit auf die Kavallerie rauf. Ja, umdrehen, umdrehen, umdrehen. Die da oben schaffen das erstmal. Zack, rumstehen bringt hier gar nichts. Wie sieht's mit dieser Armee hier aus? Ihr seid verloren. Ihr seid verloren. Dieser Nebel ist aber richtiger Abfuck gerade, finde ich. Der ist für mich gerade richtig, richtig scheiße. Den kannst du auch gerade nicht gut reden. Und hier haben wir noch eine ganze Armee einfach. Weißt du was? Scheiß drauf. Kämpft erstmal hier oben weiter. Scheiß erstmal auf alles andere. Der feindliche General flüchtet, dieser Feigling. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich weiß nicht, ich glaube, Verstärkung ist sogar auch schon da. Oh, ist das nervig. Okay, allein deswegen schon die Truppen aufgeteilt, ist gerade ungünstig, weil ich sehe nichts. Ich muss die Truppen einfach wieder zusammenwürfeln hier, sage ich mal. Mach die weg. Ich würde gerne alle wieder sammeln. Ich würde gerne alles einmal sammeln. Oh, ich fühle das nicht. Ich fühle das nicht. Ich fühle das nicht. Okay, wo ist Krise? Wir können auf der Karte vielleicht ein bisschen schauen. Wir haben theoretisch eine Armee, die hinten noch kämpft. Die wird da drin. Die wird da hinten sterben. Das ist jetzt halt einfach so. Wo bist du? Das weiß keiner. Na. So, wir sind jetzt gerade fertig irgendwie, wenn man das so sagen kann. Ich möchte mich aufstellen, bitte einmal. Wie viele leben da denn noch? 15. Also. Rauf. Also neu aufstellen ist schwierig. Das wird nichts mit neu aufstellen. So, das sind Fernkämpfer.
Abkapseln. Ja, somit stoppen sie wenigstens. Irgendjemand kämpft nicht und ich weiß nicht, wo die sind. Okay, hier. Sonst einmal sammeln. Erstmal angreifen. Erstmal angreifen. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Deswegen, es gibt halt so viel gerade zu tun, theoretisch. Allein, weil auch die ganzen Verstärkungsarmeen da sind, dass du halt komplett den Überblick verlierst. Und ich denke, das ist mehr als nur verständlich. Aber ich hasse es, wenn es so nebelig ist. Ich hasse es. Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Erstmal rauf. Ich mache erstmal so, damit ich eine Übersicht habe. Ich weiß nicht mal, wo ihr gerade rumhängt. Ihr seid nah dran. Das ist gut. Das ist wichtig. Erstmal reinhauen. Ist erstmal egal. Wo bist du? Du bist dort hinten. Ah, diese Fernkämpfer gehen mir so auf den Keks, Alter. Scheiße erstmal auf die. Wo ist der General? Er darf hier nicht sterben. Sonst ist es für mich ganz schnell vorbei hier, wenn ich meinen General nicht mehr habe. So. Also gerade vorhin wurde einmal kurz gesagt, dass der General flieht. Ich weiß nicht, welcher von den ganzen Armeen das war. Könnte jeder sein. Wenn wir early sind zueinander. Aber frag mich nicht, wer. Jetzt können wir von, glaube ich, nochmal besuchen. Nochmal kurz gucken. Irgendwann habe ich da eben eine Truppe bekommen. Herkommen. Ah, dann da seid ihr. Ne, dann ist okay. Ja, noch will ich hier keine netten Worte haben. Ist gut. Nice. War auf jeden Fall von der kleineren Armee. Alter, ich sehe gar nichts. Ich sehe so gar nichts, Alter. Das ist so dramatisch. So, euer General ist weg. Ich hoffe, das ist schon mal sehr geil jetzt. Ja, nee, scheiß auf die, die weglaufen. Wir müssen alles beisammen halten hier. Haltet jede Einheit beisammen. Junge. So, Edmund, ne? Ich weiß, du lebst noch. So wird gekämpft. Ist ja nicht so, als ob er durch die gleiche Hand auch vorhin geführt worden ist. Nevermind. Ja, ohne Scheiß, das ist, Leute. Ist wahnsinnig stressig. Weil ich bin gerade wirklich nur am Hin- und Her-Switchen. Ihr seht es ja selber. Ich kann nicht mal in dem Sinne die Schlacht genießen und einfach mal runtergehen in die Ansicht und mir einfach die Schlacht anschauen. Ist nicht drinne gerade. Also ich weiß gar nicht, wer kämpft und wer nicht. Ich möchte aber alle einmal bitte zusammen haben. Ich weiß gerade gar nichts. Alle einmal bitte zusammen. Dann erstmal alle auf die rauf. Ist egal. Sehr schön. So, folgendes. Ihr seid die zwei. Ich mache erstmal so. Sammeln. Die eins. Herkommen. Das alle. Das mit den Ansagen ist auch echt immer ein bisschen dramatisch hier, ne? So, du kannst hier stehen bleiben, because I don't know. So, hier, Glückwunsch. Ihr seid alle. Steuerung 2. 2. Ganz raus. Und einmal bitte alle herkommen. Nein. Oh, Leute. Jetzt sind die alle da drauf geschissen. Warten lohnt sich nicht. Ich wollte wenigstens einmal kurz eine ordentliche Aufstellung haben, damit ich hier ein bisschen Übersicht habe. Aber dann halt nicht. Der Anführer ist vorne, nicht gut. Rauf. Warum, was fliehen die denn jetzt alle? Es lief doch alles super. Was fliehen die denn jetzt alle von jetzt auf gleich? Ja, der General könnte sterben jetzt. Ich muss auch sagen, ich raffe es gerade nur so halb. Scheiß drauf, komm zurück. Scheiß auf die paar Truppen. Angriff. Komm nicht jetzt noch auf den letzten Metern, das wäre absolut ekelhaft und assi. Komm schon. Push rein. Zurück. Ja, jetzt wollen sie wieder kämpfen, ne? Jetzt seid ihr keine Feiglinge mehr, wo ihr seht, was wird hier, ne? Ja. Ich merke mir das. Ich merke mir eure Gesichter. Holt sie euch. Alter. Lara Sieg. Nee, das war knapp. Da steht zwar noch, dass wir ungefähr 600 Truppen übrig haben, aber das heißt gar nicht, ihr habt gerade gesehen. Das war schon gerade knapp. Es sind gerade sehr, sehr viele geflohen auf einmal. Wir haben es geschafft.
Ja. Sogar noch mit erschwerten Bedingungen. Alter. Ich bin fertig, ey. Ich bin fertig. Oh. Granada baut eine kleine Kapelle. Das machen wir nochmal schnell. Alter. Das war eine heftige Schlacht. Ey, ich bin richtig fertig mit den Nerven. Wie gesagt, du hast halt wirklich keinerlei Zeit, kurz dir mal die Schlacht cool von unten anzuschauen. So, boah, sieht ja voll nice aus, wie die da kämpfen oder so. Dafür hast du keine Zeit. Du musst die ganze Zeit auf Achse sein. Alter, Junge, Junge, Junge. Ganz ehrlich, wenn du jetzt schon gerade da bist. Du bist zwar der Rebellenschreck, aber hilf mal bei Vilnius, bitte. Jetzt ist er da, der Ketzer. Ich wusste doch, hier ist nur einer. Hallo? Ich bin Diener Gottes. Wen habt ihr im Verdacht? So. Gut, geht noch um. Immer noch bei den gleichen. Das ist okay. Wir lagern weiter. So, um den Kollegen hier. Du kriegst nochmal den dazu, weil anscheinend brauchst du es, ja? Du hast nochmal hier ein paar Truppen und dann kümmerst du dich nochmal um den Anführer, bitte. So, hier setzen wir dich wieder ein, weil anscheinend brauchen sie dich, um glücklich zu sein. Wunderbar. Na, so. Ihr geht einmal dahin und ladet euch bitte einmal auf. Und die werden wir einmal entlassen, alle. Sehr schön. Leute, das war doch mal eine richtig geile Schlacht nochmal am Ende. Die war heavy. Die war echt heavy. Ihr geht runter, kriegt da neue Truppen. Aber wir haben die Mongolen abgewehrt, das ist das Wichtigste. Abgewehrt, sage ich, hier oben geschafft. Der belagert direkt mal durch. Wie gesagt, Kiew steht natürlich jetzt komplett frei. Das sollten wir jetzt nutzen dann auch, um hier den Hauptsitz und den einzigen Sitz der Mongolen wegzunehmen. Du kümmerst dich immer noch um den Kollegen da oben, bitte. Ja, das schaffen die auch. Alutsch könnten wir theoretisch sogar entsenden. Nee, die bleiben trotzdem erstmal dran. Sicher ist sicher. Auch nochmal fortbilden. Dann seid ihr gleich ready. Ihr stellt bitte auch weiter her. Leute, ich hoffe natürlich wie immer, dass euch die Folge Medivh Todoba gefallen haben. Heilige Makrele, da war gerade viel los. In den nächsten Folgen, wie gesagt, werden wir jetzt eine Gegenoffensive starten. Portugal werden wir auch noch wegnehmen. Nach Timbuktu werden wir reinreisen, um auch da nochmal die zwei Siedlungen hier einzunehmen. Weil klar, wir wollen alles wie immer haben. Portugal bekommen wir auch noch die nächsten Runde, da bin ich sehr confident. Ich hole mir nochmal schnell weg hier. Nächste Runde dann. Du kriegst da eine Armee, haben wir auch schon drüber geredet. Haben wir hier zwei große Flotten, ne? Also wollten wir zusammenführen, ja, never mind. Würde ich mal kurz wegmachen. Und du solltest jetzt die Truppen einsammeln. Machen wir auch. Da. Wunderbar, und du solltest abliefern. Jetzt ist ja gerade noch, okay, warte, das machen wir jetzt mal ganz fix hier. Zack. Wobei, du bist raus. So. Wunderbar. Wie gesagt, wir machen eine Gegenoffensive. So oder so. Wenn die Timuriden kommen, versuchen wir uns gegen die zu stemmen, auch wenn das richtig heftig wird. Aber ich denke, es wird sehr spannend. Leute, ich hoffe natürlich, wie gesagt, dass euch die Folge gefallen hat, das habe ich schon gesagt. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Haben wir mal einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und haut rein.